Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP. Mit dabei wieder der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Warum hast du jetzt meinen Spruch nicht genommen, Mensch? Junge! Ey, eben willst du mir noch eine Copyright-Verletzung anklagen und jetzt das. Der Tagun. Moin, Leute. Und der Modpack-Entwickler himself, der Tribolo. Creator, nicht Entwickler. Entwickler ja, ist was anderes. Creator, sorry. Hello. Wurde schon wieder genötigt, hier zu sein. Ich wollte ja, ganz woanders natürlich. Sein. Mhm, klar. Ja. Ich muss immer mit diesen niederen Menschen spielen. Ja. Warum Klappe bist du gar nicht da? Bin auch wieder. Oh. Fällt mir dazu nur ein Finger in Po Mexiko. Bubblegum, Klaus. Was ist das dann für ein Scheißlied, hä? Such ich dir raus. Ja, danke. Mann. Ja. Der ist fertig. Ja, wir sind immer noch dabei, die Bude vom Dosch ein bisschen schöner zu machen, ne? Ein bisschen. Tine Wittler lässt grüßen. Hallo. Ist das so was Ähnliches wie unser Dorf soll schöner werden? Nicht ganz. Aber kommt hin. Meinst Einmarsch in vier Wänden mit Tine Wittler? Ja, genau. Einmarsch in vier Wänden. Das ist Alter. Ja, nur kaputte hier auf dem Server. Nur kaputte. Und du bist der größte von allen. Ich? Nee, ich bin nicht so groß. Ja, ich glaube, Tribolo ist größer. Tagun auch. Jeder hier ist größer als du. Ja. Jeder hier. Schade. Naja. Auf die innere Größe kommt's an, sagen die Kleinen. Ja, künftig stelle ich dich vor in meinen Let's Plays mit und meinen Minion. Hey, ich bin keine 1,50, ja? Also, bitteschön. Hervorragend. Boah, der ist mies. Wollten wir ihm nicht noch irgendwie einen Friesen-Nerz schenken oder so? Dann passt das wenigstens von der Farbe her. Nerz, Alter. Wie habt ihr den? Kennst keinen Friesen-Nerz? Nee. Echt nicht? Nein. Ufa. Woher denn? Der Gold ist sleeping. Friesen-Nerz ist eine Regenjacke, eine gelbe. Ah, falls okay. Du das schon mal gesehen hast. Das nennt ja, man die gelben Regenjacken kenne ich. Gelbe Regenjacken kenne ich. Diese Plastikteile da. Ja, sag mal, hast du irgendwo noch Erde? Ja. Ja, gut. Weil ich muss da oben mal kurz eine Plattform bauen. Macht das. Was denn du jetzt eigentlich schon wieder hier drüber? Also Leute, ich lieg hier draußen mitten in der Pampa. Wäre total prima, bevor der Creepermann kommt, wenn noch irgendwer pennen geht. Ja, bin schon unterwegs. Na, sehr brav. Ist eigentlich Klaus hat mittlerweile sein Wanderbett gemacht. Nee, ich habe kein Wanderbett. Warum soll ich ein Wanderbett machen? Sag mal, hast du sie noch alle? Nee, aber Tabun. Nö, ich habe eins. Das ist... Ja, er hat eins. Ja. Weil ich's ja, kann. Genau. Mhm, und so. Tabun kann es, ja. Er hat seine Unterlagen immer dabei. Genau. Oh weia. Kaugummi dran jetzt. Nee, Mann, jetzt bist du dran. Klaus. Oh Mann, ey. Der hat Spaß. Ja. Der hat wieder zu viel Spaß. Muss man das nach der Aufnahme mal angucken, anhören. Das ist von ansehen. Den toten Crackhuren im Kofferraum. Aha, das sagt schon alles. Okay. Rote Crackhuren im Kofferraum. Ja. Hm. Mann. Ja, hier ist einer. Der ein oder andere kennt die vielleicht. Das sind die, die auch gesungen haben. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Was haben die noch gesungen? Irgendwas mit Clyde. Ronny und Clyde, okay. Ronny und Clyde, ja. Bonnie und sein Clyde, oder was? Nee, Ronny und Clyde. Ja, warum nicht, ne? Ja, können wir machen. Ja. Kann man auch lassen. Genau. Und ich brauche keine Wohnung, ist auch von denen. Ja. Du bist schon wieder am Knuspern hier. Ah, wo kommt denn der her? Alter, werd ich sparisch oder was? Was? Krasser Slime, mitten in meiner Farm. Was geht, Kollege? Ach, so ein Dicker? Nee, hier so ein normaler. Gleich erstmal platt hauen. Ach so. Bubblegum. Oh! Hier noch fast verschluckt. Ja, das wird ja nicht besser, wenn der auf meinen Sitz rumspringt. Nee, nicht wirklich. So, okay, Voilà. Das Aluminium-Grid von Immersive ist nicht unifiziert mit dem Aluminium, das... Enderman.
Da ist eine ganze Menge von Immersive nicht addicted. Ja, das ist ich hoffe, dass sich das noch ändert. Vor allem, es ist so dreist, das Zeug. Auch wenn du jetzt Stahl herstellst, das wird Immersive-Stahl. Also Immersive Engineering ist mir im Moment ein klein wenig ein Dorn im Auge. Okay. In vielen Punkten. Ja, dann mach das doch über die komische... Was hast du da letztens in deinem Vanilla vorgestellt? Den Dictionary-Dingens von Mika? Ordictinificator oder so ähnlich. Ah ja, also okay, ich muss generell sagen, Mechanism und Immersive Engineering beißen sich ein bisschen. Der eine braucht viel Stahl, der andere stellt viel Stahl her. Kommt es dann ziemlich zügig an den Excavator und so eine Sachen. Deswegen bin ich mittlerweile schon fast der Meinung, Immersive kann wieder kick it like Beckham. Tschüss. Ach. Ja, ist ärgerlich, aber was soll ich denn machen? Und du kannst hier so schnell im Mechanism kannst du Stahl herstellen. Und du brauchst so unglaublich viel Stahl für Immersive. Das macht das Ganze ein bisschen useless. Naja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja. Kannst das mal hochrechnen. Und dann? Ich kann das jetzt gerade nicht sagen. Ach so. Also, was genau? Hust. Ich und meine Zettelwirtschaft. Ja, kenne ich. Beste der Welt. Ist die beste der Welt. Mhm. Best. Nein, das ist ja gar kein Carrot, das ist ja ein Potato. Oh Gott, bin ich blöd. Wir wollten es dir nicht gesagt haben. Ja. Ich brauche keine Wohnung, die Stadt ist mein Zuhause. Fällt mir ja immer wieder selber auf, das ist ja das Traurige. Was? Update.exe, Fehler in Anwendung, was? Ja, das habe ich auch schon in letzter Zeit, keine Ahnung, was das ist. Die wollen mich wahrscheinlich zwingen, auf Windows 10 umzusteigen. Ja, ich weiß das nicht. Also ich will nicht auf Windows 10. Ich bin eher am Überlegen, von Windows wegzugehen. Boah, ey. Alternative Linux oder was? Ein Glück, ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich bin erstmal am Überlegen. Ich bin noch nicht sicher. Mhm. Also, 570 Eisen brauchst du für die, für die Vorstufe oder Vorbereitung, weiß ich nicht, wie man am besten sagen soll, um den Dieselgenerator zu bauen. Ja. So. Davon brauchst du 168, knappe 200 Stahl. Wie schnell sind denn 200 Stahl gemacht? Boah, das sind echt flott. Ja, siehst du. Und bei Immersive Engineering, wie lange würdest du da brauchen? Weiß ich nicht. 3 Wochen? Achso, bei uns. 3 bis 4 Wochen? Keine Ahnung. Ich nicht. Jetzt da. Achso, okay, jetzt weiß ich. Ah ja, Tobi, wo ich dich gerade an der Strippe hab. Lohnt sich das von deiner Seite eigentlich noch auf dem X-Server zu machen oder? Ich weiß es im Moment nicht. Also ich meine jetzt eher, ob du noch was da so großartig zockst oder. Ich bin voll mit der Config beschäftigt und nebenbei hier noch auf dem Server und meine ganzen Let's Plays und so. Also, ja, es tut mir leid, aber ich muss mich mal ganz kurz ausklinken. Bin gleich wieder da. Unglaublich. Okay. Grüße an die Holde. Muss ich erstmal das Video angucken. Das kann's natürlich sein. Bubblegum, Bubblegum. Alter. Klaus. Hier wieder alles schief geht. Also Pumpkins werde ich alle rausnehmen, bis auf ein. Also ein paar. Das macht mehr Sinn, wenn du die einzeln hochprügelst, weißt du? Ja. Habe ich mir gedacht. Ich lasse sie jetzt noch alle growen und dann, also die da nachkommen und dann tippe ich die alle raus. Muss alles einzeln hochprügeln auf 10 und dann müssen wir mal gucken. Naja, dann nachher setzt man im Prinzip einen hin. Ja, ja, ne? Und dann in der Ecke. Der spreadet ja dann irgendwie durch, ne? Ja. Aber da auch da muss man wieder aufpassen, dass da kein Weed entsteht. Der 10er sollte aber eigentlich nicht verschwinden.
der bleibt dann bestehen und ja, kann ich dann die Kropfkreuze gleich alle komplett durchsetzen, wenn ich den in eine Ecke baller? Nee, nach und nach. Ah ja, gut, okay. Also immer angrenzend, ne? Ja, genau. Gut. Oh, doch ein bisschen anspruchsvoller, würde ich mal so sagen, mit dem ganzen... Ja, aber gefällt mir. Ehrlich, muss ich sagen, ist eine Verbesserung gegenüber von früher. Früher war das so eine Fließbandarbeit, weißt du? Ja. Und jetzt musst du halt ein bisschen gucken, machen, tun, gefällt mir, also um Welten besser. So. Naja, ich habe mir auch Mühe gegeben, da ein bisschen Schwierigkeit halt auch mit einzubauen. Es soll ja nicht alles so einfach werden, ne? Ja. Oh, Dorsch! Ich dachte, du wolltest ein neues Haus haben. Ja, natürlich. Ich bin schon super, dass du sofort mich erkennst. Ja, natürlich, wen sonst? Kaugummi-Mann, jetzt bist du dran. Klaus. So, und alles, was überschüssig ist, wie gesagt, werfe ich dir immer schön hier in Herrn Kiste. Ne? Ja, bitte drum. Mann, ey, also ich verfluche meine Eltern, mir den Namen gegeben zu haben. Ach, was? So, Klaus ist doch noch okay. Ja, noch, ja. Schlimmer wäre es, wenn die Kevin heißt oder Alpha Kevin. Ja. oder Philipp. Genau, Philipp weil Niklas. Weil so zwischen Kevin und dem Alpha Kevin, das Bindeglied ist Philipp. Philipp! Am besten noch so einer mit einem L und einem P, so ein Philipp. Philipp, ja? Ja. Oder Sven mit W. Ist mindestens genauso gut. Boah, ja. Mhm. Oder Chantal mit SCH. Mhm. Tanzende Tiere. Steppvieh, ne? Auch nicht schlecht, ja. Wenn die Eltern nicht schreiben können, dann kommt sowas dabei raus. Aber die eine, die tut mir immer leid, weißt du, die heißt Nicole. Nicole? Okay. Aber es hätte dich auch härter treffen können mit dem Namen, ne? Du hättest zum Beispiel Bernd heißen können. Ey, so heißt mein Vater, ja? Dann würdest du immer das Brot tanzen oder du hättest die Schürze um, oh mein die Gott. Gewürste um. Du kennst meinen Arbeitskollegen Bernd nicht. Der denkt da, glaube ich, ganz anders drüber. Oder was? Mann. Was gibt's noch so? Ich glaube, Dosch wollte irgendwas aufnehmen, ne? Kann das sein? Ja, ich bin noch dabei. Ah, okay. Ah, super. Echt jetzt? Du nimmst unser Gefasel hier auf, das ist ja. Ja, so mutig bin ich mal. Oder du hättest auch Anna heißen können. Die hätte man immer gesungen. Anna. Oh, Anna. Das ist, Alter. Lass mich rein, lass mich raus. Geh weg, bleib mir hier. Was? Geh weg, bleib mir hier, hä? Okay. Bleib mal weg. Und der Bär, meine Augen. Und der Mensch, bleib Mensch. Und der Verkehrswaller verbrennt. Denk. In Bochum. Oh. Ich hab jetzt richtig gesehen, weißt du, wenn du so nach oben geguckt hast und dann so von links nach rechts geschaukelt. So. Oh. Ja, klar. Ja. Gab's da nicht noch einen? Joe Cocker, glaube ich, ne? Der ist auch immer so tierisch abgegangen. Ja, aber da. Und dann habe ich letztens einen Film gesehen hier von Woodstock. Da ist der auch schon so abgegangen. Ja, weil der hat doch irgendwie so eine Lähmungs-Parkinson-Geschichte. War das nicht irgendwie Joe Cocker? Oder verwechsel ich das gerade? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, Freddie Mercury hatte AIDS. Hier, wird schon wieder dunkel, ne? Was? Echt jetzt? Freddie Mercury hatte Instant AIDS. Instant AIDS? Ja, genau, Instant AIDS. Einfach Dick. Wasser drüber kippen und fertig ist das AIDS. Mhm. Oh mein Gott. Also mir tun langsam wirklich die Zuschauer vom Dosch leid. Mhm. Weil ich gucke mir das natürlich nicht an. Ich war ja dabei. Dosch, ne, mit der Folge gleich so minus 50 Abonnenten. Ja gut, dann bin ich wieder bei 10 angekommen. Ja. Und wahrscheinlich hießen sie alle Philipp. Oder Kevin, nee, Philipp. Ja, nee, das waren alles Alpha-Kevins. Oder Philipp Kevin. Alter. Oh. Arme Sau. Ja. Philipp Sven Kevin. Bah!
Dann am besten noch irgendwie Schack oder so einen Nachnamen. Schack. Gab's da nicht mal ein Lied, das hieß doch, glaube ich, irgendwie so Boing, Ping, Boom, Chack, Ping, Boing, Ping, Boom, Chack. Das war alt. Aber Kraftwerk. Ja. Das Boing, Boom, Chack. So, Dosch. Das ist ja, ewig alt. Darfst du mal herkommen? Bin schon da. Schau mal. Ja, das hat echt schön mit was. Facetten, ne? Schön mit Kästen und sowas. Ja. Müssen wir bloß noch ein paar Lämpchen reinbringen? Ja, Glowstone. Hast du noch, ich muss ja... Hast du noch Glowstone? Ja, ja. Oh, unten? Lager? Ja. Okay. Ich gucke. Immer. Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Gucke. Ich hab ja rundherum ausgelobt. 66 Glowstone, das habe ich. Boom. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Music nonstop gewesen sein. Ah, da. Ja, okay. Ja, kann sein. Nee. Music. Doch, komm, komm gut hin. Hab's gerade an. So, Schissel. Wo ist mein Schissel-Bissel? Schissel mein Dissel. Ich glaube, ja, ich habe ein Herzkartissel. Was? Kolorierten könnte man natürlich auch nehmen. So, Jungs, eine rauche ich noch mit euch, dann bin ich. Seid ihr mich auch schon wieder los? Gott sei Dank. Ich hätte fast gesagt, dann bin ich euch wieder los. Ich bin so kacke. Ja, bist du. Kennt eure Gedanken mittlerweile. Wir kennen uns viel zu lange. Ein Jahr. Ja, das ist schon viel zu lange. Dosch kennt mich schon länger. Ja. Und Dosch, du bereust es bestimmt auch schon länger, ne? Naja. Naja. Pause war viel zu lange. Genau. Weißt du, das wird dir voll negativ ausgelegt. Immer, immer. So, wie machst du das jetzt hier? Ja, wie machst du das jetzt hier? Komm, erzähl doch mal ein bisschen. Was machst du denn? Ich mach grad so... Ruhig. Ja, wie soll ich denn anderen hier reden, wenn hier so gesprochen wird über Alpha, Kevins, Philips und so weiter? Die müsstest du doch alle kennen, oder? Ja, das sind aber so intensive Gespräche. Da willst du einfach nicht unterbrechen. Ah, okay. Ah, das ist lieb. Ja, das ist sehr lieb. Man könnte ja auch mal singen, so Kraftwerk zum Beispiel. Kraftwerk hat gute Musik gehabt. So einfach Music nonstop. Ja. Music. Oh Mann, ey. Oje, oje, oje. Music nonstop. So oder so ähnlich. Ja, der vordere, der erstere war besser. Ja. Dann gab's ja auch noch das tolle Lied Autobahn. Was, Hausfrau? Hausfrauen Report Teil 35. Nein, ich hab den falschen. Kontext. Ja, was? Ach ja. Kraftwerk war ja auch. Wie redet ihr wieder von dem Roboter? Redet ihr wieder von den Filmen, die keiner guckt? Keiner guckt? Hausfrauenreport, oder? Ja, nicht, sowas auch. Gibt. Unter anderem. Oder alte Frauen hart gebürstet. Genau. Oh, nein. Ich hab gebürstet gesagt, nicht gefickt. Ja. Kommt auf selber raus, ne? Ja, ne, Dosch hier, ne? Zack, Strike. Ich will überlegen, ob ich die Folge noch hochlade. Kannst du hochladen. Vertrau mir. Das ist geil. Vertraut ihr, ja genau. Guck dir Klaus und meine Let's Plays an, die leben davon. was er lügt hier. Passt. Die Geräusche eben, die haben richtig gut reingepasst zu Kraftwerk-Musik. Ja. Ich wollte bei denen auch schon mal anfangen, aber die zahlen nicht so gut. Ah, schade. Was kriegst du da so für einen Stundenlohn? So wenig. Und unter Mindestlohn. Und das lohnt nicht. Ja, das kaufe ich mal ab. Ja, doch geht. Pick. So, zieht sich, ne, mit dem Farm. Kam glaube ich aus Hannover, ne? Was, Kraftwerk? Ja. Oh. Kam auf jeden Fall aus Westdeutschland. Boah, ich hab gar nicht. Ja, sprich. Ja, schon so ewig. Ja, da sie elektronische Musik gemacht haben Mitte der 70er, sollten sie, glaube ich, nicht so wirklich aus dem Osten kommen. Ja, die
wusste man damals gar nicht genau. Anfang der 70er war das sogar mit Automaten. Man wusste ja auch damals gar nicht, wie man die einklassifizieren soll, musiktechnisch. Nee, gar das war ja praktisch, es war ja eher so Experimentalmusik. Also ich fand die auf jeden Fall gut. Elektronischer Rock, okay. Er hat hier gerade Dingens gesagt. Was war das hier? Herzlich willkommen im Studio. Ah! Kennt ihr den noch? Wie ist er nochmal? Der Dieter? Nee. Genau, hier ist er, der Dieter, der Thomas, der Heck. Ja, Thomas, so, der Heck. Okay. Also ich brauche hier noch ein bisschen mehr Glowstone. Der war genauso wie der andere kaputte. Hier, ne? Gottschalk. Ach ja. Aber ich meine, Gottschalk hat das ja auch übernommen von dem Elstner, ne? Weil der Elstner hat ja vor Gottschalk Wetten, das gemacht und der Elstner, der kam ja schon raus so. Nabend, Servus, Nabend, Grüezi, Abend, hier, hallo, willkommen im Erich Honecker Gedächtnishaus, hier in Halle. Abend, Nabend, die Dame, Nabend, Nabend. Und dann diese Haribo-Goldbeerenfresse dazu. Ich mochte Wetten, das nicht. Merkt man fast gar nicht. Also. Überhaupt nicht. Ja, der ist ja gut. Ja, das war nicht so mein Ding. Genau, so was. Laden unsere Batterie. Jetzt sind wir voller Energie. Energie? Da sind die Roboter. Also, jetzt mal im Ernst. Oh, irgendwann muss ich mal eine Single aufnehmen. Bei 1-1. Ja, definitiv. Bei 2-1. Den raus. Boah, ich hab ja momentan so eine kleine Kackfliege rumfliegen. Die geht mir wieder so auf die Nerven. Kennt ihr das? Nee, wir haben keine Fliegen. Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen nach. Wäschst du dich etwa? Out. Ja, ich. Will ich. Ja, du. Will ich. Wie out. Wie out, sagt er. Bin ich mal ein Gamer. Nee. So, es lässt mir jetzt keine Ruhe. Aus welcher Stadt kam Kraftwerk? Okay, Google. Nein, das habe ich. Das habe ich ausgestellt. Ja. Warum nur? Hast du noch das Schloss von über oder muss ich runter? Nö. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich glaube, du hast jetzt nicht mehr so viel. Ja, warum? Geh schon fahren. Was mich gerade wundert, warum steht da aktuelle Besetzung? Gibt's noch? Also 1970 haben sie sich gegründet. Magst du mir auch einen geben? Nee. Warum? Brauchst du einen? Ja. Warum? Für mein Projekt? Nee. Für? Nee. Bist du sicher? Ja. Schau mich mal an. Schau hier. Danke. Ach, da war ja auch in der Gruppe war ja auch Charlie Weiss, ne? Wer ist das? Ali Weiß nicht? Nee, weiß ich nicht. Er hat in so berühmten Filmen mitgespielt wie Jazz Club, Der frühe Vogel fängt den Wurm, 00 Schneider auf der Jagd nach Nihil Baxter, Texas, Doc Snyder, Hält die Welt in Atem. Bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der diese Filme geguckt hat. Ja. Und auch noch gut findet. Ja. Das weiß ich nicht, weil ich kenne sie ja nicht, also kann ich darüber schlecht was sagen. So, und sie kommen aus Düsseldorf. Ach, Düsseldorfe. Ah, schau mal an. Oh, was ist da gewachsen? Ha, Leute, bin ich der Beste oder was? Nee. Was ist denn genau zwischen meiner Karotte und meinem Pumpkin gewachsen? Gewachsen. Gewachsen? Gewachsen. Eine Melon. Eine Melon. Wahrscheinlich irgendwie so ein großes, hartes... Na, lassen wir das. So, Jungs. Ich bin dann erstmal dahin. Ich muss erstmal meine Frau abholen. Bis später oder so. Okay, jo, bis später. Tschüss. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal mehr Laune. Das ist doch schon mal gut. Ich sehe ja schon gerade, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Alter. Ach Mensch, das ging ja fix. Ja. Aber die ist doch nicht so verzogen wie die letzte Folge. Das sind nur 4 Minuten. Verzogen oder überzogen? Ja, beides. Ja.
Obwohl ich mittlerweile schon überlegen bin, ob die Folge eher verzogen war. Na gut, dann geht's. Entschuldigung. Was war das? Ein Hustanfall. Okay, müssen wir einen Notarzt schicken? Nö. Okay. Der kommt von der Lene. Ich hab da ein Abo. In Insiderkreisen wird das auch gesunder Raucherhusten genannt. Ja, auch, ja. Okay, also dann in dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim Streetdigger und beim Trivolo vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.